der Astrid Lindgren Schule. Jetzt würde ich dir erklären, was man so macht beim FSJ in der ersten und warum die auch, was die Astrid Lindgren Schule alles so anbietet. Ja. Machen ja die FSJ dagegen? Arbeiten. Arbeiten. Und was arbeiten die? Mit den Schülern auf die Toilette. Mit den Schülern auf die Toilette gehen, das stimmt, ja. Und die sind im Unterricht dabei, gell? Helfen bei den verschiedenen Aufgaben. Überleg nur, was haben wir das Jahr über gemacht zusammen? Oder hat es angefangen mit Fotoalben kleben, hä? Klassenfahrt Berlin. Ja. Was haben wir da noch gemacht außer Fotoalben? T-Shirts. Zusammen gedruckt, gell? Ja. Viel ausgeschnitten. Da gucken wir immer, dass ihr rechtzeitig zur Therapie kommt, gell? Helfen da bei der Lage um. Aber es kommt, und es ist immer unterschiedlich, in welcher Klasse man ist. Gell? Das ist ja dann immer, dass alle FSJ da hier bei dir sind. So viel Aufmerksamkeit brauchst du dann ja doch nicht. Gell? dann kann man ja auch zu den kleinen Kindern kommen, da hat man auch seinen Spaß. Ja. Und Mittagessen zusammen, gell? Essen anrechnen, trinken. Also, wenn ihr ein FSJ machen wollt, empfehlen wir es euch. Kommt an die Astrid Lindgren Schule, denn hier macht man sich die Welt, wie sie uns gibt.